Also ich glaube, Landaufschwung hat ganz erheblich dazu beigetragen, dass hier unheimlich viele Potenziale stecken, wenn es um die Zukunftsfähigkeit der Region und auch um die Perspektiven für die Menschen geht. Die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden sind ja beschränkt. Das heißt, aus unseren eigenen Haushaltsmitteln, also Pilotprojekte zu generieren, ist sehr schwierig. Und da helfen natürlich Gelder aus Berlin ganz fantastisch. Weil es Planungssicherheit gegeben hat für einen entsprechenden Zeitraum. Es hat auch finanziell unglaublich geholfen und mit dazu beigetragen, dass Projekte, die vielleicht vorher als utopisch angesehen wurden, in die Realität umgesetzt werden konnten. Ich finde es schade, dass Landaufschwung zu Ende geht, weil wir haben in den letzten 4,5 Jahren unheimlich viel entwickelt. Das Projekt Paten mit Herz ist eine Unterstützung von Seniorinnen und Senioren, die einsam sind, wenig soziale Kontakte haben. Insofern ist das Projekt besonders wichtig, weil diesen Menschen ein Anschluss an die Gesellschaft gegeben wird und sie die Möglichkeit haben, nochmal am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Es gibt gleich 3 Projekte in Landaufschwung, die auch die Klimaschutzinitiative des Landkreises unterstützen. Zum einen mal die Sanierungsgebiete, dort geht es ja auch um energetische Sanierungen. Das Energiedorf Oberkirchen mit dem kalten Nahwärmenetz und das Biomasseprojekt Durchwachsene Silvi. Dort geht es darum, Biomasse-Alternativen zum Mais für Biogasanlagen zu erproben. Also wenn man sich so städtische Gegenden anschaut, dann hat man das Gefühl der Booms, da ist Zuwachs. Aber wenn man dann so hinter die Kulissen guckt, dann kriegt man mit, das ist oft nicht sehr menschlich. Da ist keine Gemeinschaft, da ist es unheimlich teuer. Ich finde, die Dörfer und das Dorf sind einfach liebens- und lebenswert im Vergleich zur Städte, da es sich hier um Orte handelt, in denen man entspannen, entschleunigen kann. Ich komme ja selbst aus dem Dorf. Ich schätze es, dass man dort zur Ruhe kommt. Es ist weitläufig, es ist grün, es ist schön. Und ich glaube, dass viele Menschen auch eigentlich gern dort leben möchten, wenn man ihnen natürlich ermöglicht, auch irgendwo eine Arbeit zu finden oder zumindest in der Nähe. Und gerade die Digitalisierung bietet auch viele Chancen für ländliche Räume. Weil die Digitalisierung kann am Ende ein Werkzeug sein, um den ländlichen Raum attraktiver zu gestalten, um auch Dinge wiederherzustellen, die früher mal alltäglich waren, die heute vielleicht auch aufgrund von Strukturänderungen einfach nicht mehr so da sind. Wir als Thema haben dazu beigetragen, dass die digitale Plattform so ausgebaut werden konnte, sodass sie auch den Bürgern vor Ort nützt. Und wir sind jetzt in weiteren Landkreisen unterwegs, die Transformation dieser Erkenntnisse im gesamten Saarland auszurollen. Wir haben jetzt ein Stück weit überraschend auch die Erfahrung gemacht, dass es gerade von den Älteren sehr gut angenommen wird. Also unsere Hauptnutzergruppe sind eigentlich junge, rüstige Rentner, die das gerne machen und die auch total affin sind, was so Smartphones und Technik angeht. Das Dorf braucht aus meiner Sicht engagierte Menschen, engagierte Gemeinschaften, die sich auf den Weg machen, und dann wird das auch funktionieren. Wir haben also hier gesehen, dass das bürgerschaftliche Engagement bei uns im Kreis sehr, sehr hoch ist, dass die Ideen auch jetzt nicht ausgehen. Die Projekte sind ja auch nachhaltig angelegt, das heißt, es wird weitergehen. Deswegen wollen wir alles dafür tun, den Dörfern eine Zukunft zu geben. Und ich glaube, Landaufschwung war dafür eine hervorragende Grundlage, auch eine wissenschaftliche Grundlage, weil auch Externe uns dokumentiert haben, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Und nun wird es darum gehen, daraus eine nachhaltige Regionalentwicklung zu machen. Landaufschwung war sehr gut angelegtes Geld, für das wir auch als Land sehr, sehr herzlich Danke sagen.